Moin Leute, heute geht's um die Bottle on the Belt Technik. Willkommen! Heute möchte ich mit euch mal über eine Technik reden, die ich schon seit einigen Jahren nutze, um mir den Arbeitsalltag einfacher zu gestalten. Und zwar geht's um die Bottle on the Belt Technik, also auf Deutsch die Flasche am Gürtel Technik. Was bedeutet das jetzt konkret? Also, bei dieser Technik wird die Reinigungsflotte, also das Putzwasser, nicht im Eimer angemischt, sondern in der mitgeführten Flasche. Eine zweite Variante wäre zum Beispiel eine kleine Flasche mit klarem Wasser und zusätzlich ein Fläschchen mit dem Reinigungsmittel seiner Wahl am Mann bzw. der Frau zu haben. Diese Variante wird zum Beispiel von den neuen Mörmann-Flaschen unterstützt. Die hat ja ganz klar Platz für zwei Flaschen, zum Beispiel klares Wasser und Reinigungsmittel. Oder wenn euch das zu viel geschleppt ist, nehmt ihr halt so ein kleines Fläschchen. Man glaubt gar nicht, wie weit man mit so 100 Milliliter wirklich guten Reiniger kommt. Ich schlepp doch nicht noch mehr Gerödel mit mir rum. Diese Variante mit den zwei Flaschen habe ich jetzt auch schon in mehreren Videos von Treadman sehen können. Weil das neumodische Zeug braucht echt keinen Arsch. Moment, das Ganze hat mehr als einen Vorteil. Während man beim Anmischen der Reinigungsflotte in Eimer permanent das Problem hat, dass die Reinigungsleistung permanent abnimmt und das Wasser immer dreckiger wird, hat man den Vorteil bei dieser Methode, dass die Reinigungsleistung und Qualität des Wassers ständig gleich ist. Und man quasi immer mit sauberem Wasser putzt. Und das ist sicher auch ein Vorteil, wenn man doch mal einen Spritzer an die Wand oder auf den Boden kommt oder auf einen Teppich. Denn sauberes Wasser hinterlässt nun mal keine hässlichen Flecken. Ein weiterer Vorteil ist, dass man den Einwäscher eigentlich die ganze Zeit im idealen Feuchtigkeitsbereich hält, ohne immer wieder zum Eimer zu müssen, neu einzutauchen, auszuspülen, Reiniger nachzulegen. Und das ist gerade beim Arbeiten in engen Räumen, auf Leitern oder auf Hintergartendächern, doch ein Riesenvorteil. Ist richtig, ja. Und wo die Räume richtig schmutzig sind, was dann? Und das Nachbefeuchten des Einwäschers gelingt so ohne große Klecker- und Tropfarien. Und der größte Vorteil von allen, er spart immens Geld und schont auch noch die Umwelt. Viele von euch, die wie ich eher kleinere Objekte putzen, kennen das Problem wahrscheinlich. Die Reinigungsleistung der angemischten Flotte würde nach dem Objekt meist sicher noch für ein weiteres Objekt reichen. Aber wie soll man das gewährleisten? Das Ganze mitschleppen? Macht kein Mensch. Also ab in Gulli oder ins Klo. Und gerade wenn man die hochwertigen Premium-Reiniger nutzt, schüttet man so übers Jahr mit Sicherheit einen Haufen Geld ungenutzt einfach den Bach hinunter. Aus diesem Grund habe ich dann auch vor einigen Jahren angefangen, mir meinen Reiniger in so einem 5-Liter-Kanister vor anzumischen. Vor jedem Kunden fülle ich dann meine Flasche im Auto auf und schleppe also nicht den Kanister mit. Ich reinige vor allen Dingen Eigenheime und Wohnungen und verbrauche pro Objekt ca. 1,5 bis 3 Liter von dem Mix. Und so komme ich mit der gleichen Menge Reiniger, die ich sonst für ein Objekt verbraucht hätte, locker 8 bis 10 Objekte. So habe ich also eine Reinigerersparnis von 80 bis 90% und aufs Jahr gerechnet ist das schon eine ganze Menge. Und für die wirklich schlimmen Stellen, wo mein Mix nicht mehr kräftig genug ist, habe ich halt so eine kleine Flasche meist gefüllt mit Levi Gel oder mit Mermans Beach Deluxe dabei, um die Reinigungsleistung zu erhöhen, sozusagen als Booster. Und natürlich muss man auch bei dieser Technik alle 4-5 Fenster zum Eimer, um Lappen und Einwäsche auszuspülen. Aber eben bloß alle 4-5 Fenster, was für mich einen immensen Zeitvorteil bedeutet. Und da ich den Eimer so auch immer in einem Ort stehen lassen kann, wo es nicht so problematisch ist, wenn mal doch was daneben kleckert, komme ich auch so nicht in die Gefahr, Schäden durch trockenes Wasser oder ähnliches zu produzieren. Und den Eimer befülle ich jetzt nur noch mit klarem Wasser beim Kunden. Das reicht zum Spülen vollkommen aus. Eine weitere Variante dieser Methode, die ich schon bei Kollegen gesehen habe, war die Reinigungsflotte in so einer Pumpsprühflasche. Gerade bei großen Schaufenstern oder eben an heißen Tagen kann man so eben schon mal einiges an Reinigungsflotte auf die Scheibe aufbringen. Oder wohl jeder kennt das Problem, dass in den Rahmenecken
sich der Dreck nach oben stapelt und man dort eigentlich kaum vernünftig ran kann. Traditionell versucht man jetzt mit dem Lappen genügend Feuchtigkeit in die Ecke zu bringen, dass man das mit einem Pinsel oder einer Bürste auch irgendwie gelöst bekommt. Und mit so einem Fläschchen kann man eigentlich ziemlich punktgenau die Menge dosieren, die man dort in die Ecke spült, bürstet und spült nochmal nach und hat die Ecke sauber mit dem Lappen nachgewischt. Eigentlich ideal. Und sicher gibt es noch viele weitere Situationen, wo diese Technik von Vorteil ist. Doch das soll für heute erstmal reichen. Ich hoffe, ich konnte euch diese interessante Technik heute ein wenig näher bringen. Berichtet mir doch vielleicht mal in den Kommentaren, ob ihr diese Technik schon kanntet oder ob ihr sie mal probieren wollt oder vielleicht schon habt. Oder gibt es vielleicht Techniken, die ihr euch schon selber ausgearbeitet habt, um euch den Arbeitsalltag zu erleben? Beschreibt sie doch vielleicht mal in den Kommentaren. Ich bin gespannt. Ich hoffe, euch gefällt diese Art von Video mal neben den ganzen Produkttests. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen hoch von euch freuen. Bis demnächst.